Der Name Mauser steht seit Generationen für solide Ganzstahlkonstruktionen und somit für langlebige, sichere und sehr präzise Jagdwaffen. Diese legendäre Produktphilosophie wird auch heute fortgesetzt und mit der M03 in ein neues Zeitalter überführt. Das Mauser-Handspann-Sicherungssystem der M03. Durch das Schwenken des Spannhebels auf die Stellung F wird die M03 erst kurz vor dem Schuss gespannt. Zum Entspannen der M03 wird der Entspannknopf betätigt. Durch Halten des Spannhebels mit dem Daumen wird ein Zurückschnellen verhindert und der Spannhebel kann so lautlos auf die Position S zurückgeführt werden. Im entspannten Zustand ist die Kammer der M03 gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Zum Öffnen im nicht gespannten Zustand, zum Zweck des Ladens und Entladens, wird der Spannhebel lediglich über die Position S hinausgedrückt. Gleichzeitig kann der Kammerstängel angehoben und die Kammer somit geöffnet werden. Das herausnehmbare Magazin mit hoher Kapazität kann auf zwei verschiedene Weisen geladen werden. Zum einen kann das Magazin durch Drücken des Magazinhalteknopfs der Waffe entnommen werden. Die Patronen werden dann einfach in das Magazin gedrückt. Zum anderen kann das Magazin auch in der Waffe durch das offene Ladefenster auf dieselbe Art geladen werden. Für die M03 ist auch ein Kombiabzug mit Rückstecher verfügbar. Dieser wird durch Entspannen der M03 automatisch entstochen. Auch durch das Öffnen der Kammer wird die Entstechautomatik aktiviert. Die Takedown-Fähigkeit der M03 ermöglicht diskreten Transport und einfachsten Kaliberwechsel. Durch einfaches Lösen der beiden im Vorderschaft gefangenen Torx-Schrauben bei geöffneter Kammer kann der Lauf problemlos entnommen werden. Somit können verschiedenste Kaliber aus der M03 verschossen werden. Sollte von einer zur anderen Kalibergruppe gewechselt werden, zum Beispiel von Standard- zu Magnum-Kalibern, wird auch der Verriegelungskopf mit seinen 6 Verriegelungswarzen, die direkt im Lauf verriegeln, getauscht. Hierzu wird lediglich der Spannhebel über die Position S hinausgedrückt und der Verriegelungskopf von der Kammer getrennt. Die im Systemkasten integrierten Montagebasen, die eigens für die M03 entwickelte Mauser Double Square Montage, garantieren einen sehr flachen und robusten Sitz des Zielfernrohrs. Das Zielfernrohr wird einfach von oben aufgesetzt und verriegelt. Zum Abnehmen des Zielfernrohrs werden die gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesicherten Hebel der Mauser Double Square Montage entriegelt und geöffnet.